Yippie! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar immer noch im Level 6. Genau. Wir hatten es ja gerade so geschafft, das Level 5, und kamen hier leider nicht weiter. Wir haben bisher nur einen Knüppel und an das Schwert dort oben kommen wir nicht ran. Und da haben einen Vogel, der Rühreier legt. Und wir darunter auch weglaufen können. Also vermutlich müssen wir irgendwie an das Ei ran. Und wir haben ja herausgefunden, wir können Feuer bekommen von dem Drachen. Und können damit ein Lagerfeuer anmachen. Aber sonst... Das Vieh hier unten haben wir ja, glaube ich, nicht erschlagen können. Gibt es ja nur noch die Liane, die auch nicht funktioniert, und... Ah! Den Baum abfackeln. Ja, wer hätte es gedacht. Mit einem Ast. Yippie! Na schön, dann versuchen wir es wieder. Jetzt sind wir voller Tatendrang und werden Feuer bekommen von dem... Ach, ich darf nur nicht ansprechen, wenn ich den Ast nicht habe. Und fackeln wir den Baum ab. Okay, den Knüppel bekommen wir wieder. Ah! Ein Gefäß, jetzt natürlich! Gleich beim ersten Mal. Dankeschön, Übervogel, für dein Ei. So, Ei. Füttern wir jetzt damit den Drachen? Nee! Dafür ist wahrscheinlich das Feuer gedacht. Genau, und jetzt haben wir ein Rührei. Das würde ich ja gerne selber essen. Irgendwie scheint das nicht... Vogel, das zu geben, traue ich mir nicht. Na gut, ich versuch's mal. Hat's geschmeckt? Offenbar. Tja, wer hätte das gedacht? Lustig. Und damit sind wir schon beim zweiten Speicherstand. Wow, dann schauen wir doch mal. Nehmen wir die Datei 2. Ach du. Yippie! Das ist das Level 7 und ich sehe schon hier viele Sachen rumliegen und das wird wahrscheinlich lange dauern. Gut, was haben wir denn? Wir haben hier wieder einen Vogel. Einen Kamikaze-Vogel. Yippie! Das muss der Bruder von Eben sein, der hat seinen Freund verständigt. Verdammt! Es ist rausgekommen, dass ich dem Drachen das Rührei gegeben habe. Oh nein! Hoffentlich kommt nicht eine ganze Armada von Ninja-Vögeln an. Na ja, gut. Und hier haben wir ein unheimliches Monster. Yippie! Böse Höhle. Was auch immer da drin steckt. Hier ist eine Bracke, du sollst doch nicht springen! Oh, manchmal zweifle ich an deiner Intelligenz, Hernando. Aber nur manchmal. Wie kann man da einfach reinspringen? Da ist doch nichts. Da ist doch eindeutig Abgrund. Gut, wir haben gar keinen Gegenstand. Hier? Nichts. Puff. Zurück können wir nicht. Und die Höhle greift uns an. Der Monster greift uns an. Der Vogel greift uns an. Wir können uns hier hinten verstecken. Hier irgendwas machen? Ich probiere jetzt einfach alles. Aha! Wir hauen mal gegen die Wand, das Monster ärgert sich und der Vogel erschreckt. Kriegen ein? Besser. Ha! Ich glaube nicht, dass wir da was machen können. Kommt eine Liane, das kennen wir doch irgendwo. Jetzt, lalala, lancieren wir und bekommen hier eine. Einen Schreck bekommen wir, weil da eine Maske rumliegt. Oh Mann! Yippie! Ja, in der westlichen Welt gab's das nicht. Da gibt's keine Masken dieser Art. In Spanien habt sowas nicht. In Spanien, wir haben keine Masken. Und wir würden auch niemals Leuten Streiche spielen. Das ist unerhört. Na gut, dann spielen wir aber trotzdem mal den Vogel einen Streich. Nutzen das Messer, um die Liane zu nutzen, um drüber zu balancieren.
Wir schauen dich nicht die Maske an und haben hier eine Schutzbrille. Warum auch immer im Urwald eine Schutzbrille liegt. Und damit können... Jetzt lach jetzt, wenn das... Ja, nee, ist klar. Jetzt kann ich die Ratzenmaske angucken. Na gut. Und das sagt mir, dass das wahrscheinlich hiermit was zu tun hat. Okay. Das ist Lone Star Axe vor uns. Ach, wie schön. Aber wir sind vorbei. Aber wir sind schon mal ein Stück weitergekommen. Yippie! Gut. Auf ein neues. Ja, Hernando hat Angst vor Fratzen, aber nicht, wer da eine Schutzbrille trägt. Logisch. Ja. Ach ja, der Humor. Ja. Gut, dann... La la la. Irgendwann war ich mal Seiltänzer als Spanier. Man sieht es mir nicht an, denn das Ballettrückchen ist unter der Rüstung. Haha. Verdammt! Yippie! Ich sollte meine Balletttänze lieber woanders aufführen. Die Liane wohl nicht geeignet für mehrmals drüber laufen. Gut, dann einmal Schutzbrille holen. Maske. Darüber laufen. Erschrecken. Freuen, weil das Monster sich erschreckt hat. Hebelarm nehmen. Rüberlaufen, Liane verschwindet. Und wir haben einen Hebel. Den wir. Ah, ein Aufzug. Und. Ah, gut. Jetzt haben wir hier einen weiteren Hebel. Aber ich will ja draufstehen. Ein Stein. Vielleicht. Das war ein Versuch. Yippie! Gut, versuchen wir es erneut. Wir wollen ja weiterkommen. Also, wir bekommen ein Messer. Damit können wir eine Liane bekommen, mit der wir unsere Balletttänze zeigen. Und eine Schutzbrille, mit der wir eine Maske bekommen, vor der wir sonst Angst haben. Und mit der wir das Monster erschrecken und das uns freiwillig dadurch den Hebelarm gibt. Mit der wir, den wir einen Aufzug holen können. Und mit dem Messer schicken wir uns wieder hinauf. Gut, jetzt haben wir hier eine nicht vorhandene Leiter, einen Stein, den Vogel nicht ansprechen. Okay. Das hat funktioniert. Kommen wir hier. Knüppel. So kommen wir wieder zurück. Okay. Offensichtlich brauchen wir die ganze Zeit. Yippie! Versuchen wir es erneut. Ein Hebel, ein Messer. Ich kusche durcheinander. Liane. Balletttanz. Schutzbrille. Fratzenmaske. Wieder Balletttanz. Freuen. Hebel nehmen. Nochmal einmal tanzen. Und zack, war's weg. Einmal den Hebel ziehen. Betätigen. Werfen. Oben ankommen, Stein nehmen. Jetzt muss alles schnell gehen. Stein werfen. Wieder zurück. Verdammt. Ah, jetzt habe ich vergessen, den Knibbel mitzunehmen. Okay, nächster Versuch. Yippie! Gut, versuchen wir es nochmal. Hoffentlich klappt das jetzt mal langsam. Also, Liane. Tanzen. Schutzbrille. Maske. Tanzen. Bitte? Hebel. Liane verschwindet. Ein fahrender Aufzug.
Und einen Stein nehmen. Jetzt bloß nichts vergessen. Werfen. Schnippel nehmen. Werfen. Schlagen den Vogel. Genau. Er schmeißt das Buch runter und... Hatte ich nicht den Stein? So, komme ich wieder her, aber... Bergsteiger, wie komme ich wieder zurück? Es tut mir leid, Freunde, aber ich glaube, das müssen wir auch wieder im nächsten Level klären. In der nächsten Folge klären. Aber wir sind schon gut vorangekommen und ich bin sicher, das schaffen wir. Also, bis dann, zum Goldrausch. Stan meldet sich ab. Ciao!